So, heute in Stadtroda. Noch einen Lückenschluss. Also der Rewe-Parkplatz wird gerade geparkt und wir haben in Jena noch einen Parkplatz, der geparkt wird, der dann mit Betrieb zukommt. Ich habe zwei, drei kleine Hinweise an alle. Die Polizei hilft uns, das Ganze ordentlich abzuwickeln. Wir haben einige Gespräche im Vorfeld geführt, also alles legal auch wieder angemeldet. Bitte alle, die eine Rundumleuchte haben, nachher, wenn es losgeht, die Rundumleuchte anmachen. Die, die keine haben, Warnblinker anmachen. Nicht anhalten an der Kreuzung. Wir haben die Ampel ausgeschalten, der Nahverkehr wird umgelegt, Kreuzungen werden gesperrt, die Kreuzungen sind mit Polizisten besetzt. Das ist auch kein, wir wollen auch keine Revolution, auch das muss man unterscheiden, dass wir nicht zur Revolution aufrufen, sondern nur, dass unsere Politik von der Bundesebene bis in unsere kleinen Städte und Landkreise wieder für die Bürger und nicht gegen die Bürger arbeitet. Unsere Wirtschaft wird mit dieser Politik derzeit systematisch zerstört. Immer neue Vorschriften, immer weiter Regulierungen und Gängelungen, immer neue Abgaben und Sondersteuern. Kein Verlass auf geltendes Recht und massive Verunsicherung durch immer absurdere Ausgabenpolitik in die ganze Welt. Wir fordern die Politik auf, mit vorhandenen Steuerannahmen sorgsam und zum Wohle des deutschen Volkes zu handeln und sorgsam. Wie viele Leute hier sind und wenn man überlegt, wie viele Arbeitgeber davon betroffen sind, auch wie viele Arbeitgeber ihre Mitarbeiter freigestellt haben, heute zu kommen und selber mitmachen, bin ich da sehr positiv überrascht und freue mich da sehr, dass wir so viele sind. Ich habe also einige Berufskollegen entdeckt. Dass all das passieren kann, was passiert, was uns allen zum Hals raushängt. Ich persönlich habe die Schnauze voll. Und ich sage es mal ganz deutsch, wir brauchen nicht nur das eine, Agrardiesel oder irgendwas, wir brauchen eine Veränderung in dem Land. Wir brauchen eine Neuordnung unserer Struktur. Wir brauchen ein besseres System, ein vernünftiges. Wir brauchen als erstes das Recht für alle, dass jeder sagen kann, was er denkt. Die freie Meinungsäußerung. Wir brauchen eine ehrliche Presse. Wir brauchen Mitsprache der Menschen bei den wichtigen Entscheidungen. Das muss passieren, unbedingt.
bemüht euch, haltet zusammen. Das ist ein Signal, was wir heute hier geben. Eine Botschaft an die, die in den Ämtern sitzen und die Botschaft bis jetzt nicht verstanden haben. Wir brauchen keine Politik. Wir brauchen keine Vertreter der Politik, die an der entscheidenden Stelle nicht die Eier in der Hose haben, zu sagen, was wirklich los ist. Alle, die sie da sind, in den Kreistagen, in den Landtagen, die zwar alle reden, wenn es darauf ankommt, kommen sie alle, haben einen Beitrag zu leisten, aber dort, wo es gesagt werden muss, dort muss der Mund aufgemacht werden. Das ist unsere Botschaft an euch alle. Seid ehrlich, seid mutig, wagt euch das, wenn Veränderungen eintreten sollen in diesem Land. Veränderungen zum Guten, dass wir wieder dorthin kommen, wo wir waren, dass wir wieder ein starkes Land werden mit einer geschlossenen Gesellschaft, wo die Menschen Hoffnung haben, Ziele für morgen, eine Zukunft für ihre Kinder sehen, dann müssen wir zusammenhalten. Und das, was wir heute tun, ist keine einmalige Sache. Das ist ein langer Weg, ist ein Anfang. Und ich freue mich, dass alle den Mut fassen. Viele haben Angst, haben gezaudert und das nicht ohne Grund. Wir haben Instrumentarien entwickelt im Land, die Menschen denunzieren, herabsetzen, wenn sie ihre Meinung sagen, klar denkend. Wir haben 7 Anträge gebraucht, dem stimmt, ja. Das ist unser Recht. Was wir hier tun, ist kein Geschenk. Das ist ein Grundrecht für alle Menschen, unsere Meinung zu äußern, zu demonstrieren und Veränderungen zu verlangen. Und das ist unsere Botschaft heute. Wir wollen eine Veränderung im Land, eine zum Guten. Zurück zu unseren Wurzeln. Wir haben das alle mal gelernt, wir sind alle sozialisiert, wir wissen, wie es gehen muss. Also in dem Sinne, haltet zusammen und wir werden das noch öfter üben, glaube ich, bis wir es begriffen haben. Also, und... Jetzt das Allerwichtigste. Punkt 1, geht alle nochmal pinkeln.